Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Ich werde wieder einen Döner testen und zwar hier, ich stehe vor Cappadocia. Das Restaurant haben mir sehr viele Leute empfohlen. In den Kommentaren oder auf Instagram haben auch viele geschrieben, dass ich unbedingt mal Cappadocia testen soll, dass der Döner hier sehr gut schmecken soll. Und ja, es ist ein Landkreis Osnabrück, in Bramsche bin ich. Und ich würde sagen, lass mal reingehen. Ich habe wieder so ein Pech mit dem Wetter, ne? Es regnet, es ist windig, es ist kalt. Kurze Frage, darf man euch sehen oder lieber nicht? Ja? Gesicht hast du, okay. Ich filme eben hier ein bisschen ab und dann... Ich würde sagen, lass mal loslegen. Ich habe auch übelst Hunger, muss ich sagen. Von kurz den Verantwortlichen. So, mein Freund. Grüß dich. Wie geht's? Alles klar. Ja, also die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was ist hier am beliebtesten? Was ist der Bestseller? Bestseller ist unser Döner. Döner? Das ist ein Bullenfleisch. Mhm. Oh, aus welchem Teil von dem Tier ist das? Mhm. Brust und Rippe ist das. Okay. Ohne Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Mhm. Also nur alles Natur. Zwiebeln und Pfeffer, kein Geschmacksverstärker. Also er sagt gerade keinen Geschmacksverstärker. Kein Soja, nichts. Kein Soja. Kosten. Ja, auf jeden Fall. Nee. Was wolltest du essen? Also Döner immer Klassiker, ja. Iskender ist ganz berühmt. Ja, also das, wo ihr meint, das müssen die Leute sehen. Das machen wir am besten auch. Iskender? Da bin ich gespannt, ja. Gut, okay, dann werde ich den Iskender bestellen. Der Chef persönlich sagt selber, Iskender muss ich hier essen. Und das werden wir dann auch natürlich tun. Ich glaube, so eine Kebabtasche. Ich guck mal, wenn ich dann noch Hunger habe, werde ich dann auf jeden Fall auch so eine Kebabtasche testen. Ich gucke hier gerade. Die haben sogar ein Mittagsmenü. Ich kann euch die Karte gleich mal in Ruhe zeigen. Okay, Chef, dann nehme ich Iskender. Mach den so, wie du denkst. Ganz normal, wie wir hier kommen. Ja, genau. Aber ich wollte auch, dass du Döner probierst. Mach ich. Berliner-Style Hähnchen. Einfach für Sie? Wollte ich dir machen. Was für ein Style? Berliner-Style Hähnchen-Döner wollte ich dir noch machen. Dass du auch einmal reinbeißt. Was du schaffst, nimmst du mit. Nehme ich mit, ja. Berliner Art, ne? Berliner Art. Berliner mit Gemüse Style. Dann? Gemüse. Okay, ja, das hört sich sehr gut an, Leute. Okay, super, danke, bin sehr gespannt. Das Brot für Iskender wird frisch gemacht. Okay. Ja, sehr cool, okay. Mein Iskender ist schon da. Schaut euch das mal an. Also jetzt. Jetzt kommt der Döner, Berliner Style, sagt der Chef. Boah, okay, danke. Besten Dank. Getränke? Ich nehme gleich, wenn ich Durst habe. Danke, schaut euch das mal an. Das Essen ist da, Leute. Let's go, würde ich sagen. Also ich habe den Iskender und einen Berliner Art Döner, ganz klassisch. Kann ich euch noch mal zeigen hier. Auf den Iskender bin ich sehr, sehr gespannt. Das hat der Chef mir sogar empfohlen. Also er hat darauf bestanden, dass ich den esse. Dann werden wir das auch tun. Fleischtest. Man sagt ja immer, Essen macht wirklich. Ich habe ein Stück vom Fleisch genommen. Wir haben auch gerade gesehen, dass sie das Brot auch frisch machen für Iskender. Schön fluffig, wurde noch einmal in den Backofen reingetan. So muss das sein. Das Brot ist nicht so stark besseres wie in dem Fleisch oder der Soße. Hat noch so einen leichten Biss auf jeden Fall. Schön Naturjoghurt dazu, ein bisschen Rucola ist dabei, Tomatenscheibe. Also der erste Gang Iskender ist schon brutal, Leute, wirklich. Bevor ich gleich aber satt bin, muss ich unbedingt den Döner auch noch mal probieren. Der Laden hat nicht mal halbe Stunde auf und hier kommen schon Leute hin. Also das sagt schon einiges. Das war Gang Nummer 1, Leute. Hat mir sehr gut gefallen. Das Fleisch hatte wirklich einen schönen, zarten Feeling. Schön bissfest gewesen, super gewürzt, wie er es auch schon angekündigt hat. Er hat ja gesagt, dass das Fleisch für die also auch einzigartig gewürzt ist. Hat mir super gefallen und das Brot auch frisch im Ofen gemacht. Top mit der Tomatensauce, dann hast du noch Naturjoghurt dazu gehabt. Bisschen Biber, Tomaten, Rucola. Also der Döner, wenn der Döner jetzt auch so abliefert wie der, dann bin ich echt überwältigt. So, Döner, Berliner Art mit Gemüse. Ich sehe gerade Röstzwiebeln ist da, Feta-Käse. Boah, was ist das für ein Monster, Bruder? Rein in den Döner. Wow. Ist das eine Currysoße?
Das Hähnchenfleisch, sehr gut gewürzt. Also du merkst es, obwohl du wirklich viele Komponenten in dem Döner hast. Du hast Salat, Zwiebeln, Fleisch, Soße, Feta-Käse, Gemüse, Brot. Und trotzdem schmeckst du das Fleisch. Das ist auch immer so wichtig. Wenn der Geschmack von dem Fleisch untergeht, dann merkst du, das hat nicht so eine krasse Qualität. Ist einfach so. Zig Döner gegessen. Da gibt es Döner, die du isst und schmeckst nur Knoblauchsoße. Dann merkst du, okay, wo ist denn das Fleisch? Ist da überhaupt Fleisch drin? Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Vielleicht seht ihr das, wie saftig das ist, aber trotzdem ist das Brot von außen sehr kross. Ich finde, die Soße ist sehr dominant. Ich merke so eine leichte Schärfe. Ich muss gleich mal fragen, was das für eine scharfe Soße ist. Hat was von Curry irgendwie. Und ich bin ja eigentlich mehr ein Typ, der immer kalb ist, immer kalb. Also Hähnchen sehr, sehr selten. Und ich glaube, diesen Döner hier, so wie der ist, Berliner Style mit Kalbfleisch, der brutal. Und das, was ich auch immer kritisiere oder häufig kritisiere, ist immer am Ende. Hier hast du am Ende noch genug Fleisch, du hast genug Soße und du hast Salat noch drauf. Das, was so viele falsch machen, fängt schon damit an, dass du einen Döner, also wie du den Döner belegst. Ich kann schon nicht mehr reden. Der erste Biss muss meiner Meinung nach genauso schmecken wie der letzte auch. Also du musst halt Soße haben, Salat drin, ordentlich Fleisch. Gut. Doch, natürlich. Ich wollte eigentlich nur die Hälfte essen und einpacken lassen, aber... Ne? Guck mal, das Ding ist, ich hab's auch gerade in die Kamera gesagt, ich esse normalerweise immer Kalb, immer, nie Hähnchen. Aber wow, Alter. Ja, ne? Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das ist bei uns Berliner Art, weißt du? Berliner Art? Berliner Art, Hähnchen mit Gemüse, ja. Cocktail, Schafe. Was ist das für eine Soße? War das mit Curry bisschen? Das war Cocktail und scharfe Soße. Unsere scharfe Soße ist leicht süß und scharf. Ja, ich habe so eine Curry-Note irgendwie. Genau so. Das ist hausgemacht, ne? Hausgemachte Soßen? Genau, hausgemacht. Brot ist aber nicht von hier. Brot kommt von unserem Bäcker, aber so ein Salat und sowas, alles frisch. Alles frisch. Tag, ne? Ja. Papa, komm mal ruhig hier hin. Der andere ist Onkel. Dass man nicht sehen kann. Ich habe hier ein bisschen rumgesaut, aber wenn ich essen gehe, dann sieht das immer so aus. Machen wir gleich sauber. Er hat gerade gesagt, dass sie hier alles frisch machen, das Brot vom Bäcker geliefert wird. Und ich ich bin wirklich sehr überrascht von dem Hähnchendöner, muss ich sagen. Ich will gar nicht wissen, wie das mit diesem Fleisch schmeckt. Das schmeckt auch sehr gut. Machen wir auch einen Kalb, Berliner Art machen wir ja. Aber eigentlich ist Hähnchen mit Cocktail scharf, Berliner Art. Ganz anders, nicht diese klassischen. Ja. Weißt du? Kommt das gut an? Das kommt sehr, sehr gut an. Vor allem. Ey, wir haben so, du glaubst gar nicht, wie viel geschrieben haben. Ey, geh zu Kappadokia, wann gehst du zu Kappadokia? Ja. Mega viel Nachricht. Ich wohne in Osnabrück, bin leider mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ne? Deswegen gehe ich immer so Baykebab oder so, wenn ich in der Stadt bin, so auf die Schnelle. Warum seid ihr hier und nicht dort auch? Also, wir überlegen uns noch was anderes zu machen. Ne? Ich bin echt ein Amateur, Matt. So. Wir werden versuchen in der nächsten Zeit auch irgendwo anders, Osnabrück ja. Oder... Wir haben klein angefangen, beziehungsweise Papa und Onkel, die haben seit 96... Ist das ein Familienbetrieb? Genau, hier, ne? Wir sind nur mit Familie, ja. Personal gehört auch zur Familie. Ja. Seit 96 machen die das und haben immer klein angefangen, immer größer, größer und Gott sei Dank geht's uns, also haben wir es so weit geschafft. Super, also auch das Design... Das ist dir aber geschmeckt dann. Das ist so schön clean hier und so, ne? Also die Empfehlung von den Leuten... Ich danke nicht dir. Schlecht, also ehrlich. Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert, mache ich immer so, wenn ich irgendwo hinfahre. Okay. Also viele beschweren sich auch über den Preis, muss ich sagen. Ich finde, wenn die Qualität passt, dann kann man das auch so zahlen. Und ich sehe auch gerade, ihr habt auch so ein Mittagsmenü und Tagesmenü hier angeboten. Genau. Also was sagst du dazu so, wenn die Leute sagen, ey, warum seid ihr so teuer geworden oder warum ist das so? Also das tut uns auch weh, dass wir teuer geworden sind, ne? Weil es ist mittlerweile alles so teuer geworden, damit du überhaupt mithalten kannst in dem Konzept. Weil wir verkaufen kein billiges Fleisch oder so. Ne? Das hochwertiges Bullenfleisch ohne Zusatzstoffe. Ihr müsst ja selber auch einkaufen. Ne? Das ist ja auch alles teurer geworden. Das checken halt viele nicht. Und damit du auf dem Markt bleiben kannst und, ne? Und ehrlich gesagt, zufriedenstellen kannst, musst du halt die Preise haben. Weil das läuft alles über eine Kalkulation. Ja. Anders ist es gar nicht zu kalkulieren, weißt du? Ganz ehrlich, ne? Ihr müsst auch von irgendwas leben, ihr müsst auch Gewinn machen. Ne? Wer macht einen Laden auf und will keinen Gewinn erwirtschaften? So, ne? Bis vor kurzem hatten wir Corona und dann... Ne? Und ich war letztens in Frankfurt, hab so den ekligsten Döner überhaupt gegessen. Für 10 Euro verkaufen die da. Heftig, ne? Also das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Da denkst du dir, die Leute beschweren sich wegen 8 Euro Döner, ne? Wo das wirklich auch qualitativ hochwertig ist. Deswegen, also das wollte ich mal nur kurz ansprechen, weil ich das oft gelesen habe in den Kommentaren und Bewertungen. Wollte ich einfach nur mal wissen, was du dazu sagst. Ja. Okay, ich entlasse dich. Ja, ich meine, man nennt es Blackie. Warte, ich mach mich gar nicht sauber. Okay, alles klar. Du musst entlassen.
Aber Leute, das ist real, ey. Ich war genauso. Bin auch aufgeregt. Und ich will euch auch keinen Quatsch erzählen. Das ist halt so. Ne? Die Leute, die mittlerweile, die mich länger verfolgen, ihr wisst es. Ich sage eigentlich immer meine Meinung dazu. Weil was habe ich davon, wenn ich sage, der Döner schmeckt gut, du fährst dann dahin und der schmeckt nicht gut. So, dann, ne? Das ist auch mein Name, so. Das ist auch mein Ruf. Und ich will immer eine gerade Linie fahren. Deswegen Preis, natürlich kann man meckern über den Preis. So ein Mittagsmenü hast du jetzt hier, Döner-Teller mit Getränken, Pommes, 14 Euro, das kannst du gar nicht meckern. Ich will auch jetzt einen Punkt setzen, auf jeden Fall. Der Laden bekommt so, kann ich jetzt auch so raushauen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert, kann man auf jeden Fall hinfahren. Ist jetzt hier in Bramsche für mich ein bisschen ungünstig, bin ich euch ganz ehrlich. Bin halt viel mit den Bus und Bahn unterwegs. Wenn ich vom Studio nach Hause fahre, hole ich immer ganz schnell einen Döner mit in der Stadt und würde dann jetzt nicht nach Bramsche rausfahren, so mit Auto, easy. Kann man easy herkommen, 10 Minuten bist du hier. Und was mir auch direkt auffällt, dass sie nicht so viele Sachen auf der Karte haben, finde ich. Vollkommen okay. Es gibt Restaurants, die ballern irgendwie 200 Gerichte drauf und dann weißt du gar nicht, was du essen sollst. Oder besser gesagt, die machen vielleicht nur 10 Sachen davon gut und die anderen so halbherzig. Da besteht immer die Gefahr. Du schaffst niemals, so wenn du so 200 Sachen auf der Karte hast, schaffst du niemals, alles so gut zuzubereiten, finde ich. Also, dass alles so frisch ist. Besser die Karte klein halten, auf das Wesentliche konzentrieren, wie jetzt hier Döner zum Beispiel. Und dann aber richtig gut machen. Und ich würde auch so weit gehen, dass der auf jeden Fall zu den besten Dönern hier in Osnabrück und Umgebung gehört. Auf jeden Fall safe, safe, safe. Super, wirklich auch. Man sagt ja immer, das Auge isst mit. Ich finde, guck mal, ich bin hier reingekommen, hab den Laden gesehen, alles clean, alles so einheitlich designt hier, wirklich Stühle, Tische, alles sauber so. Und die Chefs, die Mitarbeiter auch, ne? Die haben alle Hemd an. Das ist, man sagt immer, das Auge ist mit und das ist einfach so. Dieser erste Eindruck, wenn du den Laden betrittst, ich habe schon so viele erlebt, die so versifft aussahen und das macht viel aus. Das ist einfach so. Natürlich, es gibt den einen vielleicht, der mag Alibabas Döner am besten, findet den am besten. Oder Kulti Kebab findet der am besten. Ist doch vollkommen okay so. Geschmäcker sind unterschiedlich. Solange es dir schmeckt und du am Ende noch gesund bist, ist doch vollkommen fein so. Mein Lieber, ich bin satt geworden. Sehr gut, das freut mich. Toller Laden hier. Danke, also wirklich super. Danke. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Du weißt gar nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, ey, du musst unbedingt Kappadokia mal testen. Bin wirklich positiv überrascht. Danke. Sehr gut gefallen. Dankeschön. Beiden Chefs sitzen jetzt hier. Jetzt bin ich nervös und aufgeregt. Das freut mich. Als Experte. Ja, was heißt Experte so? Doch, also du warst ja schon überall, glaube ich, ne? Viele haben schon probiert, ja. So langsam baut sich auch so eine Community in Osnabrück auf und so. Und viele, also was mich immer überrascht, dass viele meine Empfehlung immer nachgehen. Das macht mich dann so glücklich, so, weißt du? Dann weiß ich, ich erreiche Leute. Sehr gut, und sehr deswegen gut. Will ich auch nie Quatsch erzählen. Also ich würde niemals sagen, wenn der Döner nicht geschmeckt hat, dass er gut ist. So. Ja, 100%. Niemals, weil was habe ich davon, wenn die Leute... Ja, aber warte mal, wenn die Leute hierher kommen und denken, ey, er hat gesagt, das schmeckt gut und dann schmeckt das nicht gut, dann verliere ich auch mein Gesicht. Genau so, genau so sieht es aus, ja. Auf jeden Fall super Laden, also das top. Das freut mich. Wie lange gibt es euch jetzt hier? Wir sind seit 2012, sind wir damals in alte Laden angefangen. Ja. Hier war ja in diesem Grundstück war ehemalige Aldi, Postenbörse. Ja. Wir waren auch da. Mhm. Also alte Gebäude wurde alles abgerissen. Also wir sind das. Dann 2012. Habt ihr euch so getrennt quasi? Ja. In der Bauphase haben wir in Imbisswagen über ein Jahr lang. Nur also in Imbisswagen, in Foodtruck haben wir weitergemacht. Mhm. Und danach wurde hier komplett hochgezogen, gebaut. Also dann sind wir hier reingekommen. Also wir wollten immer so einen Industrielook haben. Ne? So nicht diese typische mit Bildern überall. Feier ich ne? sehr so, ja. Mit Bildern, mit Pizzabild, mit Dönerbild. Sowas wollten wir nie haben. Schlicht und clean. So schlicht, stylisch, Industrielook. Ja. So, wenn man hier reinkommt, dass man sich wohlfühlt. Also Mittagszeit, heute ist relativ... Habt ihr immer Hemd an? Sei ehrlich. Normal. nur wegen dir. Ich habe gerade nämlich auch gelobt, so, dass ich reinkam. Erster Eindruck, alle so sauber. Ehrlich, wegen dir? Ab und zu haben wir auch Hemd, so schwarz Hemd. Aber top. Wir wollten immer so lockere Atmosphäre haben, dass die von Bau die Leute reinkommen, so mittags, von Ärzte haben wir auch, Gott sei Dank. Also wir haben ganz viele... Aber ich habe gesehen, ihr habt auch Mittagsmenüs. Mittagsmenüs, ja. Aber keiner weiß es. Warum macht ihr, ich habe es auch gerade zu dem anderen gesagt, warum macht ihr keine Werbung für Social Media? Ja, zeitlang haben wir gemacht, dann haben wir wieder aufgehört, aber jetzt muss man wieder langsam anfangen. Jetzt weil das ist so wichtig. Guck mal, keiner weiß Mittagsangebot. Ja, ja. Alle denken, ey, 15 Euro Döner-Teller oder so, will ich nicht zahlen. Aber dann, wenn die kommen und sehen, Döner-Teller, Getränk und Pommes, 14 Euro. Ja. Das weiß aber keiner. Und das ist halt... Das stimmt, das müssen wir das langsam... Das wird immer mehr, ne? Deswegen würde ich versuchen, mehr Social Media... Geben. Ja, Social Media, das ist sehr... Anfang die Phase haben wir gemacht, dann haben wir ein bisschen Pause gemacht, also
dann haben wir gemerkt, also man ich kann es nur empfehlen. Ja, also ich kann es nur das empfehlen. Stimmt. Danke dir, mein Lieber. Besten Dank. Besten Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich wollte dir ja noch ein Teigprodukt machen, aber du bist satt, sagst du. Ich muss gleich noch einen anderen Spot. Gleich Burger testen. Ehrlich? Wie läuft das eigentlich? Ja, viel Sport machen. 3-4 Mal in der Woche. Ja. Musst du. Stoffwechsel muss arbeiten. Muss sein, wirklich. Sonst gehst du auseinander. Ist so. Sehr korrekt und sympathisch. Also Kappadokia, danke für eure Empfehlung, Leute. Es haben wirklich einige geschrieben, ey, probier mal Kappadokia und so. Kuss geht raus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, weitere Empfehlungen. Ne? Ihr wisst, guckt. Ich check das ab, ich komme hier hin, ich teste eure Tipps und Empfehlungen. Nicht vergessen, das Video zu liken, wenn euch das gefallen hat. Kostenlos ein Abo dalassen, das ist das Wichtigste überhaupt. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Es kostet nichts. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Kuss geht raus.